Da kommt einer. Licht aus! Ich kann einfach nicht mehr. Ich bin froh, dass wir jetzt Feierabend machen. Jawohl, jawohl, jawohl. Oh mein Gott, schaff ich das? Herzlich willkommen zum Teil 4 unserer Verdun-Reise. Dieses Projekt war uns eine Herzensangelegenheit, deswegen haben die einzelnen Teile tatsächlich sehr lange gedauert, bis sie fertig geworden sind. Falk hat hier wirklich beste Arbeit geleistet und alles aus dem Material herausgeholt. Vielen Dank an dieser Stelle, Falk. Falk wird demnächst auch einen eigenen Kanal eröffnen. Schaut unbedingt mal rein und abonniert den Kanal. Und heute schauen wir uns das Zwischenwerk Tiamont an. Das liegt direkt neben dem Beinhaus, wie ihr gerade gesehen habt. Und wir wünschen euch jetzt auf jeden Fall gute Unterhaltung bei dem letzten Teil unserer Reise nach Verdun. Ganze Feld ist ungepflügt. Alles voller Granattrichter. Und hier das erste Mal, dass wir eine Kuppel sehen, die massiv getroffen wurde. Eieiei, die hat da ordentlich was abgekriegt. Die ist komplett aus den Verankerungen raus und geplatzt. Schaut euch das mal an. Wow. Guck mal, wie dick das ist. Ist cool, ne? Also hier ist von dem Ding nichts mehr über. Komplett zerstört. Was ist das denn hier? Irgendein Rohr? Also das Ding hat es auf jeden Fall komplett zersägt hier. Da ist ja nichts mehr. Dem anderen.
heftig. Also das ist komplett zerstört. Er hat schon wieder Hunger. Pass auf deine Augen auf, ne? Die Dinger sind nämlich... So, drin. Gerold ist der Einzige, der eine Lampe bei hat. Ich habe hier nur mein GoPro-Licht. Deswegen müssen wir auf jeden Fall eng beieinander bleiben. Wir sind in einem Abri de Combat. Mal gucken, ob hier irgendwas zu... Pass auf, oh, guck mal hier. Gefährlich für die Augen. Guck mal hier. Irgendwas Hakenmäßiges. Weißt du hin? Ganz klar, ne? Oh, Leute, das ist auf jeden Fall mal wieder nicht ganz ungefährlich. Brauchst du nicht weitergehen? Hier ist zu. Ja, mach mal. Hallo. Eingesperrter Jörg. Hallo Leute, also ich sag euch eins, wir sind jetzt den zweiten Tag unterwegs, gestern 14 Kilometer gemacht, unterirdisch die Hälfte davon und heute dürften auch schon wieder bei 7-8 Kilometern sein. Man sieht es mir auch an, so langsam verlässt mich mein Tör, ich muss dringend was essen, damit ich Energie habe. Hinter uns ist ein Fort, wahrscheinlich war das mal zwischenzeitlich ein Museum, mittlerweile ist es verlassen. Und es stehen auch überall Schilder, dass man da nicht reingehen darf. Nennt sich Fort de Fraude Terre
und wir gucken uns das mal gemeinsam an. Hier vorne ist schon eine Panzerkuppe mit Beschussspuren. Und hier vorne wäre eine verschlossene Tür, aber wir haben Glück, dass schon Leute vor uns da waren und uns die Möglichkeit erbracht haben, dass wir da zusammen reingehen. Aber ich schlage vor, wir gucken uns das Gebäude erstmal von außen an. Und seid mir nicht böse, wenn ich zwischendurch was esse. Ansonsten hätte ich die Kraft nicht mehr heute. Und schau mal hier, voll schön. Dafür muss auch immer Zeit sein, Leute, für die Natur. Okay, jetzt haben wir gerade Besuch. Dann fangen wir da vorne an. Und auch alles voller Granattrichter hier. Verschiedenster Kaliber. Da ist der Falk. Ach, die sind schon am Reingehen. Davon scheint also auch noch ein Eingang zu sein. Wir gucken uns jetzt mal den MG-Turm von außen an. Und was ganz Spannendes, der lässt sich noch bewegen. Da war das Maschinengewehr drin. Genau da. Und ne, geht nur von drinnen wahrscheinlich. Beobachtungskuppel. Hat auch einen Treffer abbekommen. Und ich würde sagen, jetzt schließen wir. Ah, jetzt ist da vorne leer. Dann gehen wir mal dahin. So, Panzerkuppel. Mit ordentlich Einschussspuren. Angeblich, habe ich gerade erfahren, hat dieses Fort auch gegen die Wehrmacht gekämpft, also im Zweiten Weltkrieg. Das ist ja Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs, was wir uns hier anschauen. In Verdun. Und zwei 75 mm Kanonen sind hier drin. Und man hat, gute Frage, von welcher Seite man geschossen hat. Die Kuppel könnte sie sich auch noch mal gedreht haben. Durchgekommen ist man auf jeden Fall nicht. Da hinten ist noch ein MG. Und da hinten wird wahrscheinlich ein größeres Kaliber sein. Aber wir schließen jetzt erstmal auf. So, auch hier Kampfspuren. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht unbedingt erkennen können. Da vorne sind ein paar Einschüsse. Hier ist eine Sitzgelegenheit mit einer topografischen Karte. Man kann hier also überall rein. Ist jetzt nicht irgendwie schwierig, in das Gebäude reinzukommen. Aber die haben diesen Weg für sich entdeckt. Und dann gehen wir da natürlich auch rein. So, Lampe ist an. Und dann würde ich sagen, rein in den braunen Salon. So, klassisch wieder Schriftzug, Mondnacht. Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst. Wow. Freude Terra heißt übrigens feuchte Erde, nach meinen Informationen. Irgendein alter Tisch. Winklerinne. Boah, sogar hier. Jimmy Ross hier. Durchreiche. Müll. Das ist wahrscheinlich Belüftung. Vielleicht Munitionsraum. Wow,
Das ist ja ein super Zustand. Schickes Ding. Hallöchen. Na, ihr Süßchen? Oh, Betten. Wo denn? Guck mal, das wird bald komplett einbrechen, ne? Siehst du das? Könnte sein. Ja. Überlegt mal, Leute. So viel Stahlbeton und trotzdem gingen die großen Granaten da durch. Ja, Freude Terre passt, ne? Feuchte Erde. Eingang. Man hat auch jede Tür aufgebrochen, ne? Obwohl eine eigentlich gereicht hätte. Oh. Boah. So. Schaut euch das mal an, wie viele einzelne Tage man hier durchgestrichen hat. Das ist so krass. Ja. Aha. Abwärts Zugschweiß. Und hier geht's auch nicht? Ah. Ach, schade, schade, Schokolade. Mhm. Oh, da ist einfach der Stützbalken weggerostet. Irgendwann, da die auch, geht das da oben auch wegrosten und dann fällt es einfach um. Zugschweiß. Mhm. Ja, das wäre natürlich spannend, ne? Gerade die Sachen, die spannend sind, sind zu. Ganz schön viele Leute hier untergekommen, ne? Noch hier, Bleistiftskizze. Ja, oh ja. 18, da vielleicht das Datum hier. Mhm. 18, vielleicht sind da nicht die Übernachtungen, sondern abgeschossene. Da, guck mal, hier noch mehr. Die jeweiligen Kanonen, ne? Die Einschläge wahrscheinlich. Am 23. Meinst du, das kannst du zählen? Bei so vielen? Einschläge oder Abschüsse, ne? Weiß man nicht. Ich stell mir gerade vor, hier sind ja zigtausende Granaten runtergekommen, Millionen hier in dem gesamten Gebiet. Dann nachzuzählen, wie viele Granateinschläge dann hier am Tag waren. Ja. Da muss man lange Geweile gehabt haben. Oder man steht hier und schreibt die ganze Zeit, aber ich glaube, der Kommandant hätte was dagegen. Ich weiß es nicht. Ja, alles voll. Alles voll. Die ganze Wand. Bis hier runter. Ja. Mhm. Hier hat man, glaube ich, Granaten durchgeworfen. Oder? Die Wand war früher nicht drin, das kann auch sein. Für Fledermäuse, ah ja. Hat man nach. Oder? Ach ne, die ist alt, die Tür. Die ist alt. Keine Ahnung. I don't know. Hier werden wahrscheinlich Bänke oder ähnliches gewesen sein, dass man sich hinsetzen konnte. Pfff!
Alter. Das ist ein Geschützturm, ne? Irgendeine kann man aber nicht drehen, ne? Ja, da kannst du ja auch nicht hoch. So funktioniert das also. Ist das ein Elektromotor hier, oder? Ach, guck mal hier. Das bewegt sich. Ach, das ist das Gegengewicht. Ah, das ist das Gegengewicht. Da geht es hoch, runter, hier ist die Welle. Da ist die Welle für den Antrieb. Jo, da ist die Welle, genau, für hoch und runter. Man braucht ja, weil es gut austariert ist, keine starken Motoren. Und dann war das hier das Gegengewicht. Und dann konnte man die MG-Kuppel hoch und runter fahren. Drehen muss man oben, sich oben schießt das Rad. Ja. Die andere ist besser zugänglich, ne? Ja. Gut, dann gehen wir da gleich mal hoch. Geil, richtig gut. Ja. Aha. Guck mal hier. Auch oh ja. Heftig. Boah. Und da darf der Jörg jetzt nach oben und beobachten. Achtung, Achtung. Eieiei. Ja, leuchtest du mir? Nee, leuchten. Ich aha. So, jetzt ziehen wir uns natürlich Handschuhe an. Ja, natürlich. Dann, gib mal her. So. Dankeschön. Oh. Oh, ist das rutschig. Da kann ich stehen auf dem Holz. Mhm. Jo, danke. Ich zeige euch das gleich alles, Leute. Erstmal zeige ich euch den Blick raus. Das war der Blick für den Beobachter. Und hier konnte man dann direkt das Kampffeld beobachten und die Informationen auch durchgeben. Und ich glaube, der war sogar drehbar. Leuchtet man nicht mal hoch? So, man hat die. Oh, guck mal. Und dann stand man hier bei Tag und Nacht zur Kälte. Oh. Krass. So, ich komme wieder runter. Ach, muss man. Guck mal hier. Hier ist das Sprechrohr, das ist leider zu. Hatte ich mal mit denen gesprochen. Und man konnte die Höhe verstellen, je nachdem wie groß man war. Und sonst, hier alles original. Da standen damals während der Kämpfe die Soldaten und waren hier in dieser kleinen Glocke drin. Und haben das Gefechtsfeld beobachtet. Das ist schon crazy, Leute. So, da müssen wir jetzt wieder runter. Nicht so hoch, wir hatten schon andere Sachen, die wir gemeinsam geschafft haben. Das Sprachrohr konnte man auch bei Gefechtslärm konnte man sich unterhalten. Top. Hat sich gelohnt, Leute. Meinst du, das waren Bänke hier? Zum Hochklappen Bänke? Frage, was, wofür waren die hier oben? Mhm, aber die Frage, wofür war das hier dann? Oder Betten, Notbetten? Oder Halterung für die Gewehre. Mhm, da hier, ne? Die Frage ist halt, warum ist das so massiv, ne? Das ist ja richtig massiv. Hm. Warte kurz, danke. Hier ist so ein Speer. Da will man gerne runter, Leute. Mhm. Ja, es könnte sein, dass die Einschläge sind. Hast du schon recht. Mhm. Guck mal, es wurde danach gestrichen, ne? Danach. Wenn ja die Deutschen geschossen hätten, hätten die Franzosen nicht dagegen geschossen. Mhm. Guck mal,
Karl. Das ist 28. und 31. Und jetzt sind die. Schwierig. So, meine Freunde. Wir werden jetzt hier gemeinsam mit Gerold in das Bauwerk eindringen. Ganz professionell durch diesen kleinen, verzwickten Eingang. Oh mein Gott, oh mein Gott, schaff ich das? Oh. Drei. Bei dir wird es auch bald eng. Schau mal hier. Gab es auf jeden Fall eine Explosion. Und jetzt sind wir hier unten unter dem Kampfblock. Da gucken wir gleich natürlich auch hoch. Aber erst ziehen wir uns die Handschuhe an. Hier scheint eine Explosion gewesen zu sein, ne? Guck mal. Ist alles. Mhm. Boah, ist das gut verrostet, ne? Maschinell ist besser. In einem besseren Zustand. Ja, komplett weggeplatzt. Ja, dann müssen wir jetzt hoch, ne? Ihr wart schon, ne? Guck mal, hier noch ein altes Stahlkabel. So, Handschuhe ziehen. So, Ärmel hochkrempeln. Und jetzt bauen wir's. Jetzt packen wir's. So, Ladies. Das war nur für die Ladies. Sehr aufwendig von. Ja, da sollte man jetzt nicht unbedingt sich drauf verlassen, ne? Auch auf die Kleinen nicht, ne? Wenn dann nur auf die Großen. Ja. Also der erste geht hoch. Warte. Oh ja, das ist ja alles noch in einem wirklich. Aha. Kriegst du das noch bewegt? Komm schon, du kriegst das bewegt. Keine Chance, ne? Wenn der Marinot geht, ist besser. Oh, da ist die Kanone noch. Ja, ja. Zwei sogar. Wow. Ist da Platz für zwei Leute? Ja. Für zwei stabile? Ja, ich mach da auch. So, dann gehe ich mal da hoch. Leuchtest du mir? Nein. Gut. Oh, Leute, macht das nicht zu Hause nach. Leute, schaut mal. Da ist die Kanone, also beide. Zwillingskanone 7,5. Nimm mal. Das war echt für kleine Leute, ne? Boah, Hammer. Hallo! Der Falk ist da. Guck mal hier. Kleiner Lifehack. Auf den Kanonen steht immer das Jahr drauf. Und welches Kaliber? 75? Und 1908, Entschuldigung, gezogen. Da kam die Granate rein und dann wurde hier verschlossen. Guck mal, selbst der Verschluss ist hier auf der noch da, ne? Ja, ja, 1908. Boah, das ist geil, ne? Hat schon Ähnlichkeit mit Maschinen. Ja, ja. Guck mal, hier
Frage ist, ob das damals zu war. Ja? Und hier kamen die Granaten hoch, ne? Das ist der Granatenaufzug. Hoch und die Windsen sind nur runtergeschmissen. Das kann sein. Ja, ne? Und hier ist der Abzug, ne? Für den Kabindämpfer. Ah, ja. Nee, nee, das war was anderes. Da kommt die Hülse kommt ja nicht um die Ecke. Ja, ist wahrscheinlich, dass sie. Aber das ist natürlich vom Platz her, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das offen war früher. Aber nur weil ich es mir nicht vorstellen kann, heißt es ja nicht, dass es nicht so war. Ne? Schaut euch die Kanonen an. Das Feder für den Rück. Für die Rückstoß. Für die. Mein Gott. Für den Rückstoß. Für die Lenkung des Rückstoßes. Hier konnte man noch ein bisschen rausschauen. Aber die Feuerleitstelle war woanders. Also man hat hier nicht gezielt bzw. gerichtet. Ja, das ist komplett tot. Oder? Man konnte hier auch noch. War das Ding manuell oder zusätzlich manuell? Das ist manuell. Hier oben musste ich drehen. Also vorne war wahrscheinlich der Zieler. Ja. Guck mal hier. Guck mal, hier hast du gesessen. Ja. Du hast hier gesessen. Dann hast du tatsächlich auf Sicht geschossen. Ich denke, die Koordinaten kamen von unten. Ja. Aber dann konntest du hier nochmal selber. Ich bin halt geschrien, 3 Grad Nordwesten oder so. Ja. Aber du hast hier den Blick raus und du kannst hier die komplette Kuppel drehen, senken und so weiter. Und das ist hier unten der Abschuss. Alter, du bist ja taub. Hier. Das ist alles noch da. Alter, du sitzt zwischen 2 Kanonen und ballerst den ganzen Tag. Danach bist du auf jeden Fall taub. Hallo! Heftig, heftiges so, Ding. Ja. Eigentlich musst du reinkommen. Ja? Musst du eigentlich reinkommen. Ja. Aha. Gönnisch-Klasse hier. Ja, ist super. Ja, Freude Terre ist mega. Schöner drin. Ja, muss kommen. Lohnt sich. Alter, so geil. So, so geil. Das Beste. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Also Leute, ich hoffe, ihr feiert das, dass wir das auch so feiern. Willst du dich auch mal hinsetzen? Da, wo der Kanonier war? Oder der Schütze? Was? Wahrscheinlich Schütze. Ja, danke. So. Geht? So, und hier war der Verschluss. Hat den dann hochgemacht. Dann war der Feuer bereit und dann hat man Feuerbereitschaft gegeben und dann konnte der Schütze ballern. Mhm. Und hier kam die Munition hoch. Krass. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist, haben sie mitgenommen, ne? Wirklich top. Jetzt sehe ich noch die Feder. Aha, für den Rückstoß. Krass. Hallo. Herrlich. Kommst du auch? Ja, ich weiß nur nicht wie. Ich nehme die Kamera mit. So, jetzt sind wir aufgeschlossen und schaut mal hier, das war der Munitionsaufzug. Klar, so eine 75
Zentimeter oder 75 mm Granate ist jetzt nicht wirklich schwer. Ich denke mal 1,6 Kilo ungefähr. Aber wenn man davon 100 oder vielleicht 500 nach da oben schleppen muss, das wird auf Dauer fast unmöglich. Und deswegen war hier ein Mechanismus. Und damit konnte man dann relativ einfach über ein Zahnradgetriebe die Munition dann nach oben bringen. Für jede Kanone links und rechts individuell. Richtig gut. Bleibst du oben oder ins Wasser? So, oben finden wir den MG-Turm und hier unten finden wir den Eingang. Ist das rutschig hier. Slippery. Boah, ist das eklig. Hier ist schön offen für uns. Das ist super. Wir gucken uns erstmal um. I don't know. Hier geht's runter normalerweise, aber zugemacht. Boah. Ach, der ist schon oben wahrscheinlich, ne? Ah, der dreht schon. Das ist der MG-Turm. Guck mal, wie leichtgängig, ne? Die haben doch da drin gestanden. Geh doch mal da rein. Wie so ein MG-Geschütze. Das ist die Lavette. Aha, Gegengewicht wieder. Ich gebe auch. Gib mir auch mal an. Auch hier wieder mega aufpassen. Nicht auf das Holz verlassen, sondern er ist jetzt der MG-Schütze. Falk ist oben und nimmt das von außen auf. So, und er bemannt jetzt das MG. Drehmann. Guck mal hier. Ganz viele Sachen mit Bleistift. Weißt du, das hier geht noch die Schlitze. So, dann geht immer da rein. Geh mal da rein. So richtig wie der Maschinengewehrschützer. Hier wahrscheinlich. Du musst aber deine Beine rüber machen. Nicht wie auf dem Damenfahrrad, sondern auf dem Männerfahrrad. Okay. Ist schwierig, ne? Boah, das muss aber wehgetan haben, oder? Da drauf gesessen zu haben, auf Dauer. Ja, denke auch. So, dann lass mich mal, bitte. Monsieur. Hier hat ein Vogel genistet. Kommst du noch raus? Ja. Dann gehen wir jetzt auch mal da rein. Also das war hier... Der saß nicht, der stand, Leute. Der stand. So, ich bin jetzt hier oben. Ach so. Wie kann man das... Ah. Ja, ich bin. Warte. So. So, Leute, wir stellen das Ding jetzt einmal komplett nach. Puh. So, ich bin jetzt gerade der MG-Schütze und habe hier das MG geschultert. Hier. Und habe dann hier rausziehen können. Und hier war es drin. Hier war das Reibel drin, eingespannt. Das war meine Lafette hier. Und dann konnte ich hier drüber zielen und schießen. Genauso war das. Und hier hatte ich die Möglichkeit, mir die jeweiligen Visiere aufzumachen, damit ich sehen konnte, von wo die Angreifer kommen. Und jetzt haltet euch fest. Die nächste Fahrt gedrückt wird. Wir haben die Möglichkeit. Das dreht sich aber ganz schön schnell. Das ganze Tourette zu drehen. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Da sieht man es. So, hier
wurden die Kapitdämpfe, hier die Schussdämpfe, abgesaugt. Können wir das direkt da dran halten. Hier konnten die gegnerischen Soldaten beobachtet werden. Hier war eine Plakette, die leider nicht mehr da ist. Und ich glaube, es waren zwei Maschinengewehre. Einmal hier unten eins und einmal hier. Vielleicht war das eine auch Maschinenkanone. Und das andere war ein Maschinengewehr. Hier konnte man das, glaube ich, runterklappen. Das ganze Ding. Und hier ist sogar noch der... So. Dann dreh mal. Dreh mal. Pfeil kann auch von außen. Pfeil, kannst du drehen? Ja, von draußen drehen. Nee, passiert nichts. Ne? Der Schwanz will nicht eingeklemmt. Tut doch nichts blockiert bei euch. Probier mal. Ich schreie. Schneller, Mann. Nein, nicht schneller. Ein bisschen schneller geht schon. Schaut mal. Oh, Leute. Ist das schwer für dich? Nee. Krass. Und man hört auch gar nichts, ne? Guck mal, zwei kleine Ratten. Bitte? Ja, noch so eine Stunde. Hammer. Leute, schaut euch das an. Nach über 100 Jahren ist das funktionsfähig. Das ist schon krass. Ihr könnt hoffen, wir schön liegen. Bin ich wieder richtig gedreht, dass ich genauso runterkomme wie gerade? Nee. Okay, wäre das nochmal möglich? So, mal gucken, was wir hier vorne entdecken. Krass. Ja. Ja. Habe ich sogar heute meinen Karussellfahrt umsonst bekommen. Runter. Zau doch mal hoch. Willst du Karussell fahren? Ja? Warte, nimm mal die Kamera. Da sieht man es, wie es sich dreht. Ja, jetzt geht's. Kannst du ihn drehen? Soll ich ihn drehen? Ja, dreh ihn mal. Ganz schnell. Geht auch so. Ja? Ach, wie scheiße, ne? Ist zu viel? Nee. Da, schau mal hier. Ja. Und hier war der Dunstabzug. Der muss eigentlich hier mitgeführt worden sein. Bringt ja nichts, dass sich das nur nach hier unten bewegt, der Abzug. Das war die Hüllen. Ach so, ach, das sind die Hüllen. Du hast recht. Yo. Nee, Abzug. Nein. Nein, ja, ja. Das war Hüllen. Guck, zack, wenn du laden musst, machst du weg, dann ziehst du durch und dann geht es genau hier rüber und da. Ja. So. Tatsächlich würde ich mich manchmal freuen, wenn es einfach nicht mehr weitergeht. Da vorne ist der Falk mit der MG-Kuppel. Wir haben endlich auch mal gesehen, wie so eine MG-Kuppel von innen aussieht. Und hier haben wir noch wahrscheinlich einen Kampfraum. Oder der Eingang in die Unterwelt. Oh, hier stand eine große Kanone. Hier stand eine große Panzerabwehrkanone. Ist noch der Rest der Lafette. Und hier hat die dann rausgeschossen. Das bedeutet, diese Dinger, die wir die ganze Zeit sehen, sind um Scharten zu schließen. Hat man alles komplett weggemacht. Die Laufkatze. Damit man die großen Granaten hier hinbringen konnte. Oh, hier waren mehrere. Das war ein Geschützkasematte. Ist nicht dein Ernst. Oh!
Okay. Ihr wisst, was da drunter ist. Der Eingang in die Katakomben. Krass. Also, das war ein waffenstarrendes Ungetüm. Okay, da ist sie. Hier sind noch die alten Bänke. Also, jetzt wissen wir, was das war. Das waren tatsächlich Bänke. Hätte ich nicht gedacht, dass die so stabil sind. Oh, die alte Tür ist noch hier drin. Kerkerverlies oder Munition. Warte, die Originaltür ist noch da. Okay, hier ist es ziemlich viel Wasser drin. Und jetzt zerschuhen das. Okay, der nasse Schuh hat sich nicht gelohnt. Aber jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass hier nichts ist. Wie gesagt, Freude Terre, ne? Feuchte Erde. Im wahrsten Sinne des Wortes. Super. Wirklich klasse Anlage. Und schön begehbar alles. Kampfraum. Und wieder raus. So, man darf nicht denken, dass das damals so ausgesehen hat wie heute. Nee, das ganze Areal war natürlich gespickt mit Stacheldrahtverhau. Und die waren im besten Fall auch ordentlich angespitzt. Oh, wenn man da drauf fällt, das tut ordentlich weh. Und hier gibt es sogar Kampfspuren. Also es hat hier richtig gewumst. Wir sehen auch hier überall Granattrichter. Das hat den ganzen Tag hat das gescheppert, Leute. Den ganzen Tag. Und wenn man hier auf diese Schweinespieße, das ist alles voll hier, draufgefallen ist. Und jetzt, mir könnte das vielleicht passieren, wenn ich stolper, unaufmerksam bin und so weiter. Aber die sind ja damals hier gestürmt. Und dann kann das natürlich sein, dass man auf so ein Ding fällt. Und im Zweifel kommt man noch nicht mal mehr alleine raus, weil man aufgespießt ist. Das ist ne, das eigene Körpergewicht. Das drückt einen dann schon hier in die Stacheldrahtverhau. Nicht cool, sage ich euch. Ja, der Mensch weiß, wie er dem anderen Menschen Leid zufügen kann. Das kann der Mensch ziemlich gut. Hat er im Krieg perfektioniert. Ja, man könnte auch sagen, herzlich willkommen zu Teil 2. Ja, oder vielleicht sogar schon Teil 3. Ich weiß nicht genau, wie wir schneiden, aber könnte auch schon Teil 3 sein. Und ich hatte meinen Gedanken,
im letzten Teil nicht zu Ende gebracht. Also ich kriege mittlerweile immer wieder und ganz schön viele Anschriften und Zuschriften von Followern und Followerinnen. Ich kriege mittlerweile Dinge zugeschickt. Ich habe ein Buch aus dem Ersten Weltkrieg zugeschickt bekommen. Das ist so ein Nachlass, quasi ein Dachbodenfund. Dafür vielen Dank. Die Rita hat mich angeschrieben aus Duisburg. Sie hatte mir über den Honigbunker berichtet. Und das, was sie mir erzählt hat, werde ich dann auch mit in das Video für den Honigbunker mit einfließen lassen. Also von daher sind sehr, sehr viele positive Zuschriften, die ich bekomme. Darüber freue ich mich natürlich besonders. Es gibt ja auch ein paar Stammzuschauer. Möchte jetzt gar nicht so viele herausstechen, aber Martin, Monimaus, Katrin, Hölzel, Frankenstein ist leider aktuell nicht so häufig dabei. Sehr schade, aber ich freue mich natürlich, wenn er immer dabei ist. Deta fällt mir gerade ein. Und alle, die ich jetzt gerade nicht genannt habe, wir schreiben ja dauernd in den Premieren. Von daher, auch wenn es jetzt gerade, wenn ich euch jetzt gerade nicht genannt habe, das hängt nicht damit zusammen, dass ich euch nicht, dass ich nicht an euch denke, sondern dass ich jetzt gerade einfach voller Stamm bin. Also von daher, gerne immer weiter zuschreiben. Und ja, ich würde sagen, wir suchen jetzt den Tunnel. Und Tunnel von Tavernes. Und dann melde ich mich von da aus nochmal wieder. Bis gleich. So, das ist der Eingang zu dem Tunnel von Tavernes. 1874 steht da dran. Und 1936. Links ist das neue Tunnelportal. 1936 und rechts 1864. So, da kommen wir her. Signallicht, ne? Ja. Kann man sich aufschalten wahrscheinlich. Leider keine Steckdose. Hiermit. Da kommt einer! Oder? Licht aus! Licht aus! Mafia! Ja. Mafia! Licht aus! Wir haben uns auf jeden Fall gesehen. Nee, nee, der hupt wahrscheinlich, weil hier viele rumlaufen. Ach so. Das alte, guck mal, das alte Gitter hier noch, das Tor. 1874. Und das ist hier der Aktive. Da hinten ist er noch. Da hinten, man sieht ihn noch. Oder sind das die... Jetzt ist er weg. Jetzt weg. Den habe ich gerade noch gesehen. Ich war mir nicht sicher, ob ich was höre. Und da habe ich gedacht, renn lieber. So. Schaut mal hier. Ein Wappen. Stadtwappen. Und jetzt gehen wir mal rein, würde ich sagen. Ja. So, erzähl mal bitte kurz die Geschichte. Vater. Also, da gab es ein Unglück. Ein Besel hat eine Granate fallen lassen und dann gab es eine Kettenreaktion und daraufhin gab es dann 500 Tote. Krass. Und wo ist das ungefähr? Wo die Granate. Mhm. Das müsste theoretisch hier sein. Direkt am Anfang? Weil ist ja die Front gewesen. Ja, was ist das denn hier? Einfach ein Zugtunnel oder? Das war schon immer ein Zugtunnel, ja. Wurde ja beim Ersten Weltkrieg benutzt als Krankenstation. Ah, Krankenstation. Verwundete oder... Also Lazarett. Lazarett. Ja. Dann auch Munitionsdepot. Es war immer verschiedene Zeit. Mhm. Und auch, war auch eine Auffangstation für Kompanien, die zersplittert waren. Ja. Die haben sich dann hier alle getroffen. Mhm. Und dann waren die Umstände so... gravierend mit der Hygiene, dann hat man das immer nach und nach aufgelöst. Wow. Weil hier waren anscheinend über 1000 Mann drin. Boah. 1,4 Kilometer, ne? Ja. Toll, Leute. Und du musst dir vorstellen, hier waren Betten bis ganz hoch. Alter. Für die Krankenstadt. Vielleicht finden wir ein paar Bilder, die wir einblenden können. Das sind theoretisch Sprengkammern. Aha.
Oh ja. Wahrscheinlich von einem Jean, ne? Genau. Wegen hier an der Seite links so oft. Aha, cool. Ach, krass. Jetzt kommen wir wahrscheinlich hier in den Haupttunnel. Leute, das ist alles noch alt. Guck mal hier. Oh! Guck mal, das ist so ein Fallmechanismus. Ja, ne? Da oben geht's auch quasi eine Etage höher. Ja. Was macht ihr? Kommt schon. Nicht, dass der Zug kommt. Hier, komm mit. Es geht weiter. Geil. Das ist schön, ne? Ja. Alter, wir kommen jetzt nach oben. Das sind die Sprengkammern. Ja. Aber hat man... Pass auf, das Auge auf. Das sind sogenannte Sprengkammern. Hier wurde Dynamit und so weiter eingebracht. Und da haben wir das hier gesprengt. Cool. Gleiche. Das sieht voll alt aus, ne? Ja. Krass. Ja, ist einfach Ende, ne? Aber schnell. Oh, Leute. Hier muss man wirklich schnell sein. Da vorne ist das Ende. Ah, guck mal, das ist eine Bunkertür. Yo. Das war das, was es als Munitions... was die Wehrmacht... Als das hat die Wehrmacht auch gebaut, oder? Nee, 39 war ja noch kein Krieg. 39 war das? Hey, 39 war schon Krieg. Ja? Ja, 39 ist 45. Aber die Deutschen haben den Ding nicht gebaut. Nee, okay. Aber die Deutschen haben es wahrscheinlich danach benutzt. Als wahrscheinlich. Als Uferlagerung oder so. Ja, ich nur. Das ist schon sehr spannend. Hier ist euer Gewicht. Ja, wir haben es gerade gesehen. Das ist so ein Fallgewicht, weißt du? So ein Fallgewicht, genau. Dass man nicht mehr da oben gehen kann. Zack, dann müsste der Toilette hier oben. Der ist gemauert. Ja. Aber hatten wir nicht hier gerade so ein komisches Ding gesehen? Da. Ja. Da musste jetzt einer hochgehen. Ich zum Beispiel. Aber das ist sehr, sehr hoch, ne? Ah, du kommst nicht hoch genug. Da sind Steine. Also da muss man die Spitze machen. Da hoch. Ja, du musst hier, da, bei ihm. Du nimmst ihn quasi, genau. Nimm ruhig zu nur meinen Kopf. Jawohl, er hat geschafft! Also gleich, Michel, wenn du das siehst, Respekt an Falk. Herrlich. Ich komme nicht wieder runter. Dem Arzt in die. Lohnt sich? Ich glaube nicht. Nein! Aber gib mal eine Lampe. Wirf mal dann die hoch. Werfen. Ja, hoch. Alter, der fällt gleich mit runter. Alter, hier liegt einfach nur ein Brett. Was war jetzt ein gutes? Und hier so. Ja, ein Brett. Zwischen den Gewichten einfach nur irgendwie Metall, aber das war's. Ja? Ja. Was ist das für ein Betonbrocken hier? Was ist der hier? Ja, was hat der für eine Funktion? Ich weiß nicht, von hier oben ist er auf jeden Fall nicht. Komisch, ist ne? Nur rausgebrochen. Das ist nur so Metall. Aha. Aber hier kann man durchgucken, also man sieht quasi in den Gang rein. Ja, aber hier ist ja kein Gang, das ist ja das Witzige. Ah ja, da ist das Licht. Interessant, ne? Ein bisschen wie bei den Pyramiden. Das Ding ist auf jeden Fall runtergekommen, ne? Tja, Leute. Ich habe leider keine Ahnung, was das hier sein soll. Ha. Ja, dann versuchen wir dich mal wieder runterzuholen, ne? Ja. So.
Noch ein bisschen, noch ein bisschen. So, das ist Nummer 1 und Nummer 2. Okay, ich gehe weiter runter. Ich hoffe, du hast auch drauf. Alles easy. Sorry. Also, man muss wissen, das Ding ist ja von 1800 und hier sind immer noch Fliesen von der damaligen Zeit, Leute. Hier sind sogar Katzenaugen, ne? Das sind Katzenaugen. Ja, irgendwie so. Mhm. So, krass. Da steht sogar was dran. Aber ist nicht französisch, ne? Ja, France, Revit. Was steht hier? Modell Depots, Supercraft. Supercraft! Oder nee, Supercatafote. Habe ich bestimmt total falsch ausgesprochen. Aber vielleicht auch nicht. Und hier gibt es irgendwelche Einbuchtungen. Wir haben immer noch nicht das Ende erreicht. Wir sind auch erst ein paar hundert Meter drin. Wenn überhaupt 100 Meter. Boah, schau mal. Mega gut, ey. So, hier wird es auf jeden Fall wieder spannend. Verschiedene Sprengkammern. Bitte? Hier mal einen alten Schlag. Schaut mal. Guck mal hier. Das ist ja mal schick, oder? Ja, das sieht geil aus. Das ist eine alte, wie sagt man dazu, eine Schublade. Ja, das ist eine Schublade. Ja, irgendwie sowas. Mhm. Ding, ne? Ja. Ja, Schublade. Aber mehr ist da nicht. Ja. So, und das hier sicherlich sehr spannend. Da war kaum Platz für den Zug, ne? Warte kurz. Nicht erschrecken. Oh! Oh! Ja, genau, da müssen wir rein. Nein! Geil! Oh, Leute, da gehen wir gleich rein. Ich bin echt zu euch, ich kann schon nicht mehr. Der Tag ist schon echt lang. Früh aufgestanden. Mega! Das ist ja wohl Hammer. Guck mal hier, Katzenaugen. Oh. Notrufsäule. Da hinten. Aber wir sind immer noch nicht die andere Seite. Das ist immer noch uneinsehbar. So Leute, wir haben es geschafft. 1,4 Kilometer. Klingt nicht viel, aber Katsch. Eine alte Tür. Das ist Bestandteil der Befestigung. Guck mal hier, Schießscharten. Hier kannst du, das ist eine Eingangsverteidigung. Immer auf den Boden gucken, Leute. Eine Decke, da ist auch jemand. Auf der Vorsage kommst du an Gardine, ne? Aber. Ist auch eine alte Datierung noch von der Wand. Ja. Leider nicht. Aber spannend, ne? Eingangsverteidigung. Also alles militärisch. Interessant, Leute. Interessant. Auch hier wieder. Das sieht man kaum, ne? Daraus hat man verteidigt. Hallo. So. 1874, 1936. Das ist der alte Tunnel. Das hier ist der neue Tunnel. Und da geht der Zug lang. Krass, dass man hier eine Eingangsverteidigung reingesetzt hat.
Es ist hier alles militärisch. Wirklich alles militärisch. Ja, und wir müssen jetzt einmal wieder zurückgehen. Und mittendrin gibt es ja noch diesen einen Gang, wo wir reinklettern. Und von da aus melden wir uns dann gleich nochmal wieder. Geht es denn da überhaupt weiter? Oder ist ja, ja. Ja? Okay, cool. Hilf ihn nochmal. Hilf ihn nochmal. Dreckig ist auch so. Was machst du denn da? Oh ja, das wird auf jeden Fall spaßig. Also da sind wir jetzt rein. Wir lassen unsere Sachen mal hier liegen. Also nicht vergessen, wir sind immer noch in der Badenanlage. Und hier sehen wir noch die alten Bohrer, Bohrgestänge, die Abdrücke. Kann man super noch erkennen. Oh ja. Das bedeutet, man hat hier nicht gesprengt, sondern mit Bohrgeschenken sich vorgearbeitet. Das sieht man auch am Boden, weil ein bisschen Wasser runtertropft. Ja. Wow, riesig. Also wir sind ja, wie gesagt, in dieser alten Bahnanlage, in dem Tunnel. Und von dieser Bahnanlage gibt es einen Weg, eine Galerie zu den Fort Tavernes. Mal schauen, ob wir das finden, das Fort, oder ob dann irgendwo ein Schluss ist. Und wahrscheinlich einfach Ende, ne? Es ist hier einfach Ende. Die haben einfach nicht zu Ende gegraben. Nicht dein Ernst. Leute, es ist einfach zu Ende. Es ist ja einfach zu Ende. Hier ist nichts. Hier ist einfach gar nichts. Das könnte verbinden. Ja. Ach Gott. Naja, Hauptsache ihr hattet Spaß. Bis gleich. Was Teures. Oh ja. So gehst du da durch? Ach nein. Ach nein. Weißt du, wie ich da durchgegangen bin? Lustig. Definitiv lustiger. Echt? Ja. Ja, da hinter dir. Die Kamera was Geiles haben. Ja, dreh dich mal um. Nein, geh so wie vorne, wie gerade. Mit den vier Händen zuerst darauf. So wie ich gerade. Guck mal in die Kamera. Und den Karl. Hallo Karl. Geil, das habe ich gerade auch gemacht, Leute. Nur ich bin halt ein bisschen älter. Da sah das noch ein bisschen witziger aus. Du musst jetzt mit den Füßen am besten einhaken. Mit den Füßen. Mit den Füßen. Einhaken jetzt. Einziehen, reinziehen. Ja, genau. Sehr gut gemacht. So, Mädels. Die wenigen Mädels, die ich hier auf dem Kanal habe. So sind Männer untereinander. Also wenn ihr Männer habt, die mit Männern auf Tour gehen, dann braucht ihr euch keine Sorgen machen. Da passiert nichts. Wir haben dich drauf. Volltotale. Ja, genau so habe ich das auch gemacht. Ja, wunderbar. Gut gemacht. So, Alessandro. Gibt's noch Hoffnung bei ihm? Der arbeitet in der Köln-Klinik. Ah, okay. Ja. Alles gut. Ja. Oh, heute
bei mir ist, ich bin definitiv grau. So Leute, da vorne ist das Auto und ich bin fertig. Ich kann einfach nicht mehr. Ich bin froh, dass wir jetzt Feierabend machen. Vielleicht melde ich mich noch mal aus dem Hotel wieder, vielleicht aber auch nicht. Von daher sagt der Falk, ja, gute Nacht vielleicht. Vielleicht. Je nachdem, wie es im Jörg geht.